Heute sind wir wieder dabei beim Internationalen Trickfilmfestival in Stuttgart und heute wird der Sprecherpreis verliehen. Anja Kling ist heute mit dabei, Friedrich von Thun und die, muss jetzt spicken, Alexandra Maria. Genau, so ist es, genau. Aber erstmal Anja Kling, hallo und guten Abend. Hallo. Vor ein paar Jahren haben wir uns schon mal getroffen bei Pierre Sanussi Bliss in seinem Restaurant, schon lange her, 10 Jahre fast. Oh, das ist sehr lange her, ja. Ja, ich sage jetzt erstmal hallo und herzlich willkommen. Die Honigfrauen, das war ja jetzt gerade ganz aktuell im ZDF zu sehen, ne? Das ist noch aktuell. Und nach wie vor ist noch, genau, es sind ja mehrere, genau. Teile. Ne? Am Sonntag kommt der dritte Teil. Genau. Ja, und heute beim Sprecherpreis, du hast da die Angry Birds die Stimme verliehen, für eine. Ich habe einen weißen kleinen Vogel gesprochen, genau. Es war auch nicht die Hauptrolle, es war eine kleinere Rolle, ja, aber dafür bin ich hier. Aber hat Spaß gemacht, oder? Das macht immer ganz viel Spaß, ja, weil es natürlich so ein bisschen abweicht von dem, was man sonst macht. Ja, also sonst steht man ja vor der Kamera und da darf man mal hinter der Kamera sein. Ist es extrem schwierig, da so die Stimme für eine Comicfigur zu verleihen? Nee, schwierig ist das nicht. Das ist einfach eine andere Art des Arbeitens und man macht das auch nicht alleine. Man hat ja einen Regisseur und ein Dialogbuch und eine Vorlage und eine Rollenbeschreibung und dann arbeitet man sich da so hin, bis alle der Meinung sind, so könnte sich die anhören. Okay, und versetzt man sich in die Rolle dann, in die Figur rein? Na, so wie ich es gerade beschrieben habe. Also das ist, ich muss jetzt nicht nicht denken und fühlen wie ein weißer Vogel, sondern ich versuche mich dann an diese Rollenbeschreibung zu halten. Und wenn man dann den fertigen Film dann sieht, wie kommt es einem dann vor? Wie schaut es dann aus? Naja, nun gehöre ich zu denen, die immer denken, man hätte es vielleicht noch besser machen können und man hätte noch mehr ausprobieren können und so, aber das ist einfach mein Wesen. Im Großen und Ganzen, ich war mit meinen Kindern drin und auch ein paar Freunden und alle mochten den Film gerne und das ist dann schon lustig. Also, okay. Ja. Und was gibt es jetzt aktuell für neue Projekte, jetzt nach den Honigfrauen, was steht schon wieder an? Es gibt einen Film, der heißt Harter Brocken, da spiele ich eine sehr kleine Rolle, aber ich glaube, der ist ganz gut geworden, der kommt demnächst. Dann gibt es einen Film, den habe ich mit Heino Ferch gespielt und Udo Samel, der heißt Angst. Der kommt auch demnächst. Ich habe keine Sendetermine, aber das ist alles fertig gedreht und fertig geschnitten und wartet jetzt nur auf die Ausstrahlung. Und dann gibt es noch einen Film, der heißt im Sendetitel Mann im Mond. Ich glaube, der wird dann im Sendetitel wird er anders heißen. Das kommt auch noch. Alles ZDF. Alles ZDF. Okay, öffentlich-rechtlich, sehr schön. Da schalten wir immer ein. Mit dem zweiten sieht man besser, ganz bekanntlich. Genau. Und Leute laufen auch durchs Bild, kommt auch vor. Jetzt lassen wir uns mal auf den heutigen Abend mal ein und freuen uns der Dinge. Und ich denke mal danach, wenn die Preisverleihung vollendet ist, dann unterhalten wir uns nachher nochmal. Alles klar. Vielen Schönen Spaß. Abend. Ja, bis dann. Genau. Danke. Internationales Trickfilmfestival Stuttgart. Heute wurde der Sprecherpreis verliehen und 3 standen zur Nominierung oder auf der Liste, wurden nominiert. Und den männlichen Part, Friedrich von Thun, er hat den Hasenlehrer Eidelfritz synchronisiert. Das ist eigentlich ein ganz aktueller Film auch. Der läuft, glaube ich, gerade auch was in den Kinos, oder? Ja, soweit ich weiß, läuft der noch in den Kinos, obwohl es eigentlich ein Osterhasenfilm ist. Also, aber ich denke, vielleicht läuft er bis nächstes Jahr im Ostern. Vor Ostern ist nach Ostern vor Ostern, genau. Wie auch immer. Ne? Ja, was wir jetzt gerade vorhin auch während der Veranstaltung erfahren haben, eigentlich waren sie gar nicht so ganz erpicht auf die Rolle. Also sagen wir mal so, ich bin jemand, der sehr gern vor der Kamera arbeitet und ich suche nicht unbedingt das Synchronstudio. Wir müssen das alle immer wieder machen. Wenn wir einen Film gemacht haben, muss man sich selber synchronisieren. Und ich mache das natürlich, aber ich weiß, es gibt so viele ganz tolle Schauspieler, die das wunderbar machen. Und ich wollte das auch mal ausprobieren und ich bin wirklich sehr geschmeichelt und sehr geehrt, dass ich hier nominiert bin. Aber es wird nicht meine Hauptbeschäftigung bleiben. Also dann schon eher auf der Leinwand, auf dem Fernsehschirm, ja. Und auf der Bühne? Schon eher. Was stehen aktuell für Programme an sozusagen oder für Projekte, so muss man sagen. Was stehen aktuell für Projekte an? Ich habe gerade bis heute Mittag in Köln einen Film gedreht, Kinofilm, auch ein Kinderfilm, Benjamin Blümchen. Ah. Da geht es aber andersrum. Da sind die Schauspieler real
Also der Didi Hallervorden und die Heike Makatsch und der Uwe Ochsenknecht. Mein Sohn spielt damit. Mhm. Wir sind real, aber wir spielen in einem grünen Studio, das nachher künstlich also die Umgebung bekommt und die Tiere bekommt. Das heißt also, umgekehrt wie hier, hier war ich, war der Tier, war der Ding, ja, wie hat er geheißen? War der Trickfilm schon fertig. War komplett gezeichnet, genau. Dann haben wir ihn geschaut. Ja. Und da war es so, dass wir die Szenen spielen, aber überhaupt noch nicht wissen, wo wir stehen, weil wir keine Umgebung sehen. Mhm. Also auch interessant. Es hat ja ein Stück weit somit auch mit Trickfilm zu tun. Ja, ja, klar. Ja, ganz genau. Und die moderne Kunst und soweit, ich sage mal, ist auch in den Märchenfilmen, die man viel sieht zurzeit, die Neuverfilmungen immer wieder diese Technik mehr und mehr am Kommen. Ja. Ja, ja, das ist, ich meine, ich habe die Technik schon gekannt. Aber dass man einen ganzen Film so macht, das ist schon erstaunlich. Das sind die Leute, die Avatar gemacht haben in Neuseeland. Die machen diesen Film. Das ist technisch hochkompliziert. Und ich stehe mit großen Augen da drin und niemand versteht, wie das eigentlich geht. Ich bin sehr gespannt, wie der Film wird. Ja, da kann man dann schon gespannt sein. Weiß man schon ungefähr ein Sendedatum, wann da was... Nein, der kommt ins Kino. Ins Kino? Aber ich glaube, nächstes Jahr irgendwann, keine Ahnung. Benjamin Blümchen. Da lassen wir uns mal überraschen und sind schon gespannt. Auf alle Fälle, das schauen wir uns an. Okay. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch eine gute Zeit. Alles Gute und grüßen Sie auch Ihren Sohn recht schön. Ja. Tolle Schauspieler, bleibt noch lange treu und erhalten uns vor allen Dingen. Ne? Ja, na ja, man tut, was man kann. Okay, alles Gute Ihnen. Wenn wir gerade noch die Möglichkeit haben, Alexandra Maria Lara, herzlich willkommen beim Internationalen Trickfilmfestival in Stuttgart. Dankeschön. Ja, momentan ja ganz aktuell You Are Wanted mit Matthias Schweighöfer, ne? Genau. Ganz toll, gerade was mit der Thriller anläuft. Aber heute geht es ja um was ganz anderes, nämlich... Ja, geht es um was ganz anderes, ja. Der Gong ertönt schon, geht bald los. Wunderbare animierte Figuren geht es heute Abend, ja, genau. Das Schweinchen, Rosita, wie versetzt man sich in die Rolle? Was war das Besondere für dich da in der Richtung Synchron zu sprechen? Ach, ich habe das geliebt. Ich habe es mir immer gewünscht, ja, irgendwann auch mal eine Figur sprechen zu dürfen. War bei diversen Castings, hat nie sollen sein. Und dann hat mir aber die Schweinchendame Glück gebracht. Okay. Und es war eine ganz tolle Erfahrung. Ich stehe zwar auch sonst häufig im Synchronstudio und synchronisiere mich selber. Aber so ein bezauberndes Schweinchen zu synchronisieren, war schon noch mal was anderes. Und so ein Trickfilm war dann sowieso das erste Mal sowas in die Richtung? Ja. Okay. Und was gibt es jetzt darüber hinaus wieder für neue Projekte? Was steht an in nächster Zeit? Ja, viele schöne Projekte. Ich drehe drei wunderbare Sachen ab August. Darf wenig darüber verraten, aber es kommt ein ganz toller Film raus, den ich vor ewig langer Zeit in Amerika gedreht habe. Der kommt im Oktober auch in die deutschen Kinos. Der ist Geostorm. Das ist ein Katastrophenfilm. Aber ich bin im Weltall unterwegs und ich bin sehr gespannt. Science-Fiction ein bisschen, oder? Science-Fiction, genau, ja, genau. Und wie viel Trick ist dabei, wenn man jetzt hier beim Trickfilm ist? Schon ein bisschen. Okay. Schon. Na, lassen wir mal den Abend auf uns wirken heute und wir unterhalten uns nachher vielleicht nochmal kurz. Alles klar, danke schön. Ihnen auch. Tschüss, ciao. Wer als allererstes weiß, wer diesen Animationspreis mit nach Hause nimmt. Die Spannung ist unglaublich groß. In diesem Kuvert, das nicht mal beschriftet ist, also... Ist blank. Wiederverwendet werden kann im nächsten Jahr, ist die Urkunde drin oder auch die Laudatio. Darf ich Sie bitten, lieber Thomas Zell, als Vorsitzender des Realitätstheaters und als ehemaliger Niederlassungsleiter von da, was da steht halt, würden Sie uns bitte von diesem unglaublich spannenden Moment befreien und sagen, wer von den dreien, Anja Kling, Friedrich von Thun oder Frau Lara mit ihrem Mann und dem Sohn Ben, wer wird den Preis mit nach Hause nehmen? Also wir sind uns ja alle im Klaren, eigentlich können sie alle drei werden. Eigentlich ja. Aber leider... hat die Jury nur einen ausgewählt, deshalb kann ich ja nur einen ziehen. Oder eine? Wollen wir mal schauen, was draus kommt. Der, die, hat den Animationssprecherpreis erhalten. Soll ich sagen? Nee, das ist nicht das Beste. Soll ich es wieder einstecken? Na, ja, ich kann schon sagen. Ich denke, wir sollten sagen, an dem Zeitpunkt sollen wir was sagen. Sagen Sie es, aber sagen Sie es schmerzlos. Gut. Sagen Sie es so, dass die anderen es ertragen können. Sagen Sie es so, dass es aber trotzdem... Also ich schaue niemanden an, sondern ich schaue in das Publikum und sage,
Alexandra, Maria, Lara. Ich komm rüber. So vielleicht dahin stehen würden? Ach so, dahin stehen. Ja. Herr Zell hat Sie ja umarmt. Ja. Ja, dann kann ich Ihnen was ab. Wollen Sie? Das ist vielleicht die Urkunde auch noch drauf. Sie, ja, setzen sich doch. Ich hole Ihnen. Ja, Sie können, ja, was fühlen Sie in diesem Augenblick, der für uns alle ja eine Zäsur in unserem Leben darstellt? Ich freue mich wirklich sehr. Ja, wirklich, ich freue mich sehr. Ich freue mich, Anja und der wunderbare Friedrich von Thun, die hätten natürlich, mit denen teile ich das in Gedanken, aber nur, weil ich mit dem Ben nach Hause. Ja. Liebes Publikum, Sie wissen ja jetzt, wer Ben ist, ja, Sie auch. Das war sehr nett und ich freue mich riesig, ich kann es gerade gar nicht glauben. Die Schweinedame Rosita brachte Alexandra Maria Lara wirklich Glück. Und jetzt noch ein kleiner Ausschnitt aus dem Zeichentrickfilm. Diese Show wird dein Theater nicht retten. Vielleicht ist es Zeit für einen Neuanfang. Komm schon, du weißt genau, wie viel uns das hier bedeutet. Nur singen reicht nicht. Lass alles raus. Dein Feuer und Verlangen. Das Feuer ist schon vor langem erloscht. Du glaubst nicht, was ich heute getan habe. Ich will nicht mehr in deiner Gang mitmachen. Ich will Sänger werden. Womit habe ich bloß so einen Sohn wie dich verdient? Ich krieg dich hier raus! Dad, ich besorg das Geld irgendwie, versprochen! Mir würden ein paar extra Klavierstunden echt helfen. Oh. Ja, das war wirklich sehr schlecht. Ein ganz besonderer Moment in unser aller Leben. Wir rocken, bis die Schwarte kracht, oder? Ja! Ja. Ja. Angst darf dich nicht davon abhalten, das zu tun, was du liebst. Wenn man ganz unten angekommen ist, dann geht es nur noch in eine Richtung. Und zwar nach oben. Sing. Unser Markt schließt in 15 Minuten. Das war der...